Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von OrgaTV. Unsere heutigen Themen sind zum einen die BPA-Verleihung, die wir letzte Woche schon vorgestellt haben. Und da waren wir für euch auf der BPA-Tour. Die Videos habt ihr letzte Woche schon gesehen. Dann haben wir den Fakultätskarrieretag für euch. Und zum guten Schluss haben wir dann auch noch ein Interview vom International Office zum Thema Flucht. Und der Benni war für euch in Frankfurt bei der BPA-Verleihung. Und erzähl mal ein bisschen, was hast du erlebt und also wie war's? Ich hatte einen tollen Tag, war super interessant, aber ich möchte jetzt gar nicht vorgreifen. Der Beitrag zeigt sehr viel, ist auch super witzig. Ich möchte jetzt eher sagen, für alle, die letzte Woche nicht geguckt haben, BPA steht für Best Purse Award. Und das ist ein Wettbewerb, der mittelständische Personalarbeit auszeichnet, veranstaltet vom Lehrstuhl von Professor Scholz und seinem Team. Und die Auszeichnungen erfolgen in verschiedenen Kategorien, zum Beispiel Generationenmanagement oder HR Strategy. Alles Weitere seht ihr in dem Beitrag und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Er kommt jetzt. Deutschland und er wird veranstaltet vom Institut für Managementkompetenz an der Uni des Saarlandes. Und der Professor Scholz und sein Team, die haben inzwischen sehr viel Erfahrung, die analysieren seit 1991 Personalarbeit und haben komplexes und differenziertes Analyseinstrumentarium entwickelt. Und dem haben sich 28 Unternehmen in diesem Jahr unterzogen. Sie haben einen ausführlichen Fragebogen beantwortet zu ihrer Personalarbeit, der ist dann wissenschaftlich analysiert worden. Applaus für Projekte. Was heißt die Kategorien aufgeteilt? Bescheidenheit. Da brauche ich ja gar keine Laudatio mehr zu halten. Dann warten wir mal. Warum glauben Sie denn? Das drehe ich jetzt um. Ich habe hier einen zweiseitigen Text auf Laudatio, der bleibt jetzt weg. So, warum glauben Sie denn, dass Sie den verdient haben? Es ist so, wir haben Personalmanagement aufgebaut als Quereinsteiger, deshalb war ich auch so ein bisschen beleidigt vorhin, dass das nicht gut ankam. Tja, ist aber so. Ja, und wir haben eigentlich von Anfang an das so gemacht, dass wir geguckt haben, in welcher Lebensphase befinden sich die Mitarbeiter und die Sachen daran ausgerichtet haben. Also deshalb haben wir manche Sachen auch nicht gehabt. Am Anfang hatten wir noch nicht so alte Mitarbeiter als IT. Unternehmen. Ändert sich aber. Genau, ja. Wir haben nächstes Jahr den ersten Mitarbeiter in Rente. Okay. Also da sind wir auch stolz auf sowas. Und irgendwann haben wir als Quereinsteiger. Das ist das egal. Ja, ich merke das schon. Das kommt alles später online. Oh, okay, da kann man aber ganz gut. Irgendwann haben wir festgestellt, dass es dafür auch einen Namen gibt, weil als Quereinsteiger wissen wir aber nicht, wie das so heißt. Und dass es lebensphasenorientiert heißt. Und da waren wir ganz glücklich, dass wir was machen, was gut ist. Weil als wir das erste Mal hier waren, haben wir den Preis gewonnen für Diversity, den durfte. Und da habe ich erstmal gegoogelt, was das heißt im Zusammenhang mit Personalarbeit. Weil man als Quereinsteiger halt in den Begriffen, also ich habe vieles auch nicht so richtig verstanden, was sie gesagt haben, nur von den Begriffen her. Weil ich die einfach nicht kenne. Ich gehe jetzt gleich hier runter. Wir sollten rübergehen, Herr Lange, ich habe ein Foto von einem verblüfften Herrn Scholz machen. Hier wird Herr Scholz Legiten gelesen. Ja, machen Sie mich weiter so. Sie haben den Würfel noch nicht in der Hand. Das steht auch unser Name drauf. Das ist Klebefolie. Wir haben ja noch den anderen, der sieht sehr massiv aus.
Jedenfalls war ich der Meinung, okay, jetzt gibt es endlich diese Kategorie, die uns fragt, jetzt ist gut, Generationsmanagement, dann dachte ich so, dafür stehe ich. So, deshalb stehe ich jetzt hier. Okay, gut, danke. Nutzen Sie die Teilnahme und werden Sie Gewinner. Aber Sie sind auch Gewinner, wenn Sie nicht ganz oben auf dem Treppchen stehen sollten. Wenn Sie nämlich kommunizieren mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern intern mit Bezug auf diesen Wettbewerb, wo Sie sich entwickeln, wie Sie sich entwickeln, was Sie draus machen. Und das ist hier so ein bisschen der Impuls, den ich Ihnen auf Basis dieser Arbeit gerne mitgeben wollte. Es kann nämlich auch nach hinten losgehen, wenn Sie sich da hinstellen, Sie sind die Größten und dann nichts passiert. Bemerkenswert ist, selbst bei der Auswahl der obersten Führungskräfte verzichtet der Preisträger auf Assessment Center und Tests. Also hier ist so ein Punkt, was Herr Scholz eben gesagt hat, man muss nicht alles machen, was irgendwie als top verkauft wird. Wir als Jury sind überzeugt, mit Kurz Esther einen würdigen Preisträger gefunden zu haben. Ganz herzlichen Glückwunsch nochmal. Die HR-Strategie umfasst in dem Unternehmen vier Themenfelder. Eins davon ist die Digitalization. Das Unternehmen ist sehr intensiv unterwegs im Bereich der Erfassung von Personalkennzahlen, die intensiv ausgewertet werden. Und dann werden diese Erkenntnisse auch sehr schnell wieder genutzt, um Dinge zu ändern, zu optimieren oder abzuschaffen. Die klassische Personalsoftware hieß ja Personalsoftware, weil sie personalabteilungszentriert angelegt war. Wir gehen aber heute in die Richtung, dass wir sagen, diese Software ist mitarbeiterzentriert. Das heißt, der Mitarbeiter steht im Mittelpunkt, die klassischen Softwareprodukte leisten das nicht. Deswegen haben sie beschlossen, wir brauchen eine neue Software. Die Zeiten von Modulen sind auch vorbei. Hochintegrierte Software, das heißt, alles in einem Konzept. Keiner will ständig von einem Modul zum anderen wechseln. Sie wollen eine Bildschirmplattform haben und auf der findet alles statt. Genau das leistet diese Software, dass sie von den Mitarbeitern her die Welt betrachtet. Und das ist schon ein Change. Meine Damen und Herren, es ist für mich eine große Freude und eine Ehre, dass ich Andres Hauser, also Andres Hauser Kondukta, diesen Award überreichen darf. Ich hoffe, Sie verstehen, dass ich jetzt wieder in die Good Girl Rolle schlüpfe, bis heute Abend zumindest, wenn ich nach Hause komme. In der Tat ist es so, dass uns immer noch Unternehmen begegnen, die wir davon überzeugen müssen, dass sie mit einer strategisch ausgerichteten Personalarbeit viel weiterkommen, also Vorsorge betreiben können, Risikomanagement betreiben können, frühzeitig Probleme anpacken können. Und ich bitte nach vorne jemand von der Schule. Vielleicht können Sie auch noch ein paar Sätze sagen, warum Sie glauben, Sie sind in Strategie und Vision richtig gut. Wir kriegen keine Laudatio wieder, ich muss das selber machen. HR-Organisation ist so ein Thema, was im Grunde nicht überall im Fokus der Personalarbeit steht, wobei es da im Grunde aus vielen Gründen hingehört. Wir haben gerade gehört, was Herr Langecker über Digitalisierung gesagt hat. Die Digitalisierung hält natürlich auch Einzug in die Personalarbeit und beeinflusst nicht nur den Aufbau, wer darf was machen, wer darf was entscheiden, wer hat welche Befugnisse, wer hat welche Kompetenzen, sondern auch die Prozesse. Und wir haben es natürlich im Personal mit ganz vielen verzahnten Prozessen zu tun, die gut gestaltet, gut durchdacht werden müssen. Und das reflektiert auch der Preis Best Person Award. Denn beste Personalarbeit im Mittelstand, das ist für uns unter anderem auch Anspruch und Zielsetzung in Bezug eben auf jene Organisation der Personalarbeit selbst. Und klar ist es unmittelbar einsichtig, dass ohne eine professionelle Aufstellung der Personalabteilung und dessen, was sie tut, und ohne sorgfältige Gestaltung der ganzen Prozesse eine Personalarbeit sehr schnell komplett aus dem Ruder laufen kann. Deshalb hier in dieser Sparte auch ein
sehr intensives Befragen in der Skype-Konferenz der Jury, der Damen und Herren als Vertreterinnen und Vertreter der Unternehmen, die in die engere Wahl gekommen sind, um herauszufinden, wie sieht das da konkret aus und was wird eingelöst. Das wird nicht nur gefordert, sondern was wird eingelöst. Der Meinung der Best Perso Award Jury zufolge zeichnet sich eine hervorragende Personalorganisation dadurch aus, dass sie sich der Unternehmensgröße angepasst, optimal in ihrem spezifischen Kontext aufstellt und sich nicht mit vorgegebenen, irgendwoher vorgegebenen Einheitslösungen zufrieden gibt. Und daher ermutigen wir die Volksbank Streuboy ausdrücklich auf diesem eingeschlagenen Weg zur Personalorganisation so mutig wie bisher schon fortzuschreiten, und gratulieren sehr herzlich zum Spartensieg HR-Organisation. Das war eben für uns als Jury nicht so entscheidend zu sagen, wie viele Kennzahlen sind dabei, sondern eher, wie geht man damit um. Und ich freue mich, dass ich nochmal Anderson Hauser hier auf die Bühne. Drei Kennzahlen, ja? Sie kennen alle Mitarbeiterbefragungen, unendlich viele Kompetenzfelder werden abgefragt. Drei. Mitarbeitercommitment, direkter Vorgesetzter und Ressourcen. Und mit diesen Dingen wird nicht nur irgendwelche Zahlen entwickelt, sondern es wird richtig gearbeitet. Es gibt einen Fragebogen, es gibt einen Workshop, es muss regelmäßig an diesen Werten gearbeitet werden. Das Gesamtbild hat uns total überzeugt und deswegen ist dieser Preis auch für Anderson Hauser. So, wer hat sich denn auf den großen Würfel vorbereitet? Aber einer muss jetzt den offiziell entgegennehmen. Ich kann den nicht in die Mitte nehmen. Sie nehmen ihn offiziell entgegen, dann überreiche ich ihn. Sie müssen jetzt erklären, warum Sie ihn verdienen. Okay, das war die ganz harmlose Bescheidung. Deine Besten. Recht herzlichen Glückwunsch. Also wie ihr gesehen habt, war es ein ganz witziger Abend. Was mir persönlich gefallen hat, war einfach diese motivierte Atmosphäre, die man unter allen Teilnehmern erkennen konnte, auch im Publikum. Glückwunsch natürlich nochmal an alle Gewinner. Aber ich habe danach noch Interviews geführt und ich hatte den Eindruck, dass jeder viel mitnehmen konnte. Zum einen konnten sich die Unternehmen, also die eigene Personalarbeit selbst, mit der anderer Unternehmen vergleichen. Dann haben sie noch ein wissenschaftliches Feedback quasi bekommen. Und Herr Scholz hat natürlich neueste Ergebnisse aus der Forschung präsentiert. Auch ich selbst habe viel vom Abend mitgenommen und fand, es war eine tolle Veranstaltung, die sich für jeden Teilnehmer auf jeden Fall gelohnt hat. So war auch die Rückmeldung zu mir. Aber jetzt geht es mit dem Karrieretag weiter und unsere Expertin dafür steht hier neben mir. Genau, wie wir am Anfang schon gesagt haben, berichten wir heute auch über den 7. Fakultätskarrieretag, der hier an der Uni stattgefunden hat. Und der war hauptsächlich für Wirtschaft und Recht, aber natürlich konnte auch jeder sonst vorbeischauen und Fragen stellen. Und da waren viele attraktive Arbeitgeber vor Ort, die aktuelle Stellen vorgestellt haben. Genau. Und es gab die Möglichkeit, direkten Kontakt zu den Personalfachleuten aufzunehmen.
Und auch wir haben das selbstverständlich getan. Von Ernst & Young bis zu KPMG waren wir für euch auf dem Karrieretag und haben so Fragen gestellt, wie zum Beispiel, was allgemein die Bewerber mitbringen sollten in ein Unternehmen oder zum Beispiel, ob es für die Unternehmen einen Unterschied macht, ob man mit einem Bachelorabschluss sich bewirbt oder Studierende sich mit einem Masterabschluss bewirbt. Und was die Unternehmen dazu gesagt haben, das seht ihr jetzt. Hi, wir sind hier gerade beim Fakultätskarrieretag und haben mal die Unternehmen für euch unter die Lupe genommen. Wo soll ich denn hingucken? In die Kamera oder zu dir? Am besten zu mir, ja. Alles klar, gut. Dann müsst ihr auf die andere Seite, rechts ist schöner. Nee. Ich bin auch nicht geschminkt. Und, Sie sehen beide gut in dich aus, wirklich. Das ist schon ein Schleimer, ne? Sie sehen auch gut aus, danke. Jetzt verwackelt sie alles. Komm, hau was raus. Okay. Endlich fertig, ja? So, also mich würde interessieren, was Bewerber, die sich bei Ihnen im Unternehmen bewerben, so mitbringen müssen. Also wir machen ja erst in erster Linie eine Beratung. Für uns ist wichtig, dass die Bewerber, die kommen, ein abgeschlossenes Studium haben, Deutsch und Englisch sprechen und auch bereit sind, sich neuen Themen zu widmen und Unternehmen in ihren Fachgebieten zu beraten. Also erstmal sollen sie großes Interesse an der Beratung haben. Also im Prinzip auch Menschen lieben und den Umgang mit Menschen und neugierig sein. Also sich für neue, interessante Fallgestaltungen interessieren. Das ist eigentlich so ein bisschen lernwillig sein, motiviert sein. Das ist so mit das Wichtigste, was ich so sagen kann. Genau, können Sie vorher unterschreiben. Also zuerst einmal für uns ganz, ganz wichtig, dass die Studierenden die richtige Einstellung, die richtige Motivation mitbringen. Ja? Das ist im Prinzip fast genauso wichtig wie die Studienrichtung. Natürlich ist es immer gut, dass jemand, ich sage jetzt mal, für uns einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat, ja? Beziehungsweise für andere Bereiche halt den korrekten Studienhintergrund. Aber für uns ist genauso wichtig, dass jemand sich weiterentwickeln will, lernen will und vor allem in seiner persönlichen, ich sage jetzt mal, Lernphase sich voranbringen möchte. Und das ist halt bei uns gegeben. Aber das ist halt auch gleichzeitig das, was wir von unseren Kandidaten erwarten. Ja, wenn man sich bei PwC Luxemburg bewerben möchte, was muss man mitbringen? Im ersten Schritt natürlich Interesse. Interesse an unseren Kunden, Interesse an der Wirtschaftsprüfung oder an der Steuerberatung, wenn man sich für das Themenfeld bei uns interessiert. Also ein gewisses Maß an Zahlenaffinität wäre schon sehr sinnvoll. Vielleicht auch ein bisschen Gespür für juristische Themen, ein bisschen Affinität in die Richtung. Aber generell wichtig ist die Teamfähigkeit. Wir, in welcher Abteilung auch immer, arbeiten in Teams zusammen. Sie müssen mit dem Kunden, sie müssen mit den Dienstleistern arbeiten können. Es ist wirklich wichtig, dass Sie da Teamfähigkeit mitbringen. Haben Sie auch eine Präferenz im Unternehmen, ob Sie lieber Bachelor- oder Masterstudenten einstellen? Nee. Das ist völlig egal. Wir haben sowohl Bachelor-Absolventen, Master-Absolventen, auch promovierte Mitarbeiter. Da sind wir relativ offen, auch was die Fachrichtung angeht. Sowohl BWL, Wirtschaft und Recht, Informatik, Naturwissenschaften, alles gerne gesehen bei uns. Also bei uns kann man sowohl mit dem Bachelor-Abschluss als auch mit dem Master-Abschluss einsteigen. Wir haben festgestellt, dass es Kandidaten gibt, die einen Bachelor-Abschluss haben, die deutlich von ihrer Art her, da komme ich wieder auf die Soft Skills zu sprechen, deutlich effektiver sind als Master-Absolventen, ja, was an ihrer persönlichen Eignung liegt. Nichtsdestotrotz, über die Breite gesehen, würde ich sagen, dass die Master-Absolventen auch aufgrund von 2 Jahren mehr Lebenserfahrung und Berufs- oder Studienerfahrung etwas weiter sind von ihrer Einstellung zur Arbeit her. Aber nichtsdestotrotz, wir behandeln eine Bachelor-Bewerbung genauso wie eine Master-Bewerbung. Ja? Okay, interessant zu wissen. Super, ja. Dankeschön. Danke. Kugelschreiber sind immer ganz wichtig fürs Studium.
Ja, wie ihr gesehen habt, waren die Arbeitgeber alle sehr locker und richtig freundlich, hatten aber allerdings, was uns aufgefallen ist, nicht alle die gleiche Sicht zu den Fragen, die wir gestellt haben. Unser Studio wird gerade zerstört oder zerstört sich gerade selbst. Ja, auf jeden Fall haben die alle ganz lieb unsere Fragen beantwortet. Und wenn ihr auch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr oder würde ich euch empfehlen, jederzeit dorthin zu gehen. Nächstes Jahr gibt es ja wieder einen und es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben aber nicht nur das Interview für euch gedreht, sondern wir waren auch noch im International Office und haben dort ein Video gedreht zu dem Thema von Flüchtlingen, wie sie die Möglichkeit haben, hier an der Uni sich zu bewerben. Und da war der Benny zusammen mit der Lisa und erzähl uns doch mal, wen habt ihr getroffen, was habt ihr erzählt bekommen? Wir haben den Dr. Aberle getroffen und das ist der Leiter des International Office. Aber dem vorangegangen ist noch ein Vortrag, 2 Tage vorher, der er und ein Kollege von der HTW und sein Team zusammen gehalten haben. Und da ging es eben generell darum, wie Flüchtlinge im Saarland studieren können. Und zum einen ging es um Voraussetzungen, zum anderen aber auch um Möglichkeiten. Am Ende gab es eine Diskussion und da durften sich die Flüchtlinge dann auch zu Wort melden und Einzelfälle schildern oder einzelne Fragen stellen. Aber ich möchte jetzt gar nicht zu viel verraten. Der Beitrag ist sehr interessant und er kommt jetzt. Hi, wir nehmen jetzt gleich ein Interview mit dem Dr. Abel auf. Er ist der Leiter hier. Vor 2 Tagen hat er einen tollen Vortrag gehalten. Und wir stellen jetzt noch ein paar Fragen im Nachgang. Es ist großartig, dass die Saar Uni sehr früh angefangen hat, Angebote für Flüchtlinge zu entwickeln. Wir sind wahrscheinlich oder gehören zu den Universitäten, die mit am meisten Flüchtlinge in studienvorbereitende Angebote aufgenommen hat in Deutschland. Flüchtlinge können bei uns sich einmal regulär wie jeder andere ausländische Student bewerben. Eine Besonderheit im Saarland ist es, dass man sich auch ohne Zeugnisse bewerben kann, wenn die Zeugnisse aufgrund der Flucht nicht vorgelegt werden können. Ich glaube, eine Zahl gehört zu haben von 8% der Studienplätze werden an internationale Studierende vergeben. Und sind die Flüchtlinge da quasi im gleichen, verzeihen Sie den Ausdruck, Auswahltopf mit anderen internationalen Studierenden? Diese Quote von 8%, also die Zulassung, richtet sich dann letztlich nach den Aufnahmekapazitäten im jeweiligen Fach. Bei zulassungsbeschränkten Studienfächern ist das weniger oder enger begrenzt. In den Naturwissenschaften, Mathematik, Ingenieurwissenschaften gibt es keine Zulassungsbeschränkungen. Da können so viele qualifizierte Studierende aus dem In- und Ausland aufgenommen werden, wie sich einschreiben wollen. Ist da in Planung, zusätzliche Finanzmittel irgendwie zur Verfügung zu stellen? Oder wie sind die Aussichten momentan? Wir haben unsere Deutschkurse schon enorm ausgeweitet und waren da bisher auch sehr erfolgreich, zusätzliche Mittel beim DAAD einzuwerben. Es ist unwahrscheinlich, dass wir die Deutschkurse jetzt über das bestehende Maß noch weiter ausweiten können, einfach weil da werden irgendwann Grenzen des Wachstums erreicht. Sehr viele Flüchtlinge interessieren sich für Medizin, Zahnmedizin mit extrem harten Zulassungsvoraussetzungen. Und da können wir sehr viele Personen, die studieren wollen, dann einfach nicht ins Studium aufnehmen. Ich möchte jetzt als erstes noch einmal fragen, in welcher Sprache wir die Veranstaltung durchführen sollen. Wer spricht denn Deutsch hier? Das ist ja großartig. Gibt es schon erfolgreiche Fälle, die es geschafft haben, über die Deutschkurse hinaus oder über die Vorbereitungskurse hinaus, tatsächlich in ein Studium oder in den Studiengang? Ja, also es gibt die ersten Studierenden, die aus den, die ihre Deutschkurse erfolgreich abgeschlossen haben und erfolgreich dann sich um den Studienplatz beworben haben. Das Programm läuft jetzt seit einem Jahr, die Zahl ist noch relativ gering.
Wir erwarten aber, dass zum nächsten Sommersemester dann größere Absolventenzahlen von den Deutschkursen ins Studium kommen. Abgesehen von Medizin und Zahnmedizin wäre es vielleicht interessant, wir haben vorgestern gehört, Bauingenieurwesen ist noch hoch im Kurs. Gibt es noch irgendwelche Studiengänge? Insgesamt sind die Ingenieurwissenschaften sehr, sehr stark nachgefragt. Mhm. Es gibt auch immer wieder Fragen, insbesondere nach Sprach- und literaturwissenschaftlichen Studiengängen, BWL, Jura, wobei also insbesondere bei den Rechtswissenschaften dann wieder die Zulassungswege und Zulassungsvoraussetzungen besonders schwierig sind. Aber also einer der ersten Studierenden, die von einem Jahr hergekommen sind, die schon sehr gut Deutsch sprachen, der hat jetzt beispielsweise angefangen, BWL zu studieren. Mhm. Da bin ich auch gespannt, wie sich der Studienverlauf weiterentwickelt. Das heißt, es gibt ein sehr breites Spektrum. Sie müssen als erstes sich Gedanken machen, welche Studienrichtung Sie wählen wollen. Wenn Sie Informationen suchen, finden Sie die im Internet. Die Webseite habe ich hier in der Präsentation angezeigt. Die Aufnahme über den Eingangstest für Flüchtlinge, die ihre Papiere nicht nachweisen können, ist nur möglich in nicht zulassungsbeschränkte Natur- und ingenieurwissenschaftliche Fächer. Von daher wird es dann auch eine sehr große Kohorte an Studierenden geben, die in diese Studiengänge reingehen. Diese ganze, ich habe am Anfang gesagt, dass wir wirklich sehr viel machen für Flüchtlinge. Und das ist nur möglich, weil sich sehr, sehr viele sehr eigenständig und auch sehr frühzeitig engagiert haben. Also in der Informatik gab es sehr früh Professoren, die gesagt haben, wir müssen da was machen. Die Psychologie ist mit ganz großem Engagement mit dabei. Das Präsidialbüro hat sehr früh Pfade eröffnet, dass wir das organisatorisch überhaupt und rechtlich überhaupt machen können. Jetzt ist das Studierendensekretariat sehr stark involviert, das Welcome Center, Michael Aulbach im Studienkolleg. Also es ist wirklich eine sehr, sehr große Gruppe an Einrichtungen. Die Studierenden engagieren sich enorm. Und dieser enorme Einsatz von so vielen Leuten macht es eigentlich erst möglich, dass wir so viele Angebote haben. Und es ist toll, dass man sich so stark engagiert. Große Probleme gibt es insbesondere zum Beispiel bei Flüchtlingen, die Lehramt studiert haben oder die Lehrer werden wollen. Große Schwierigkeiten gibt es bei Rechtswissenschaftlern, Juristen, die man nur ganz, ganz schwer in unsere Staatsexamen-Studiengänge integrieren kann oder, wenn sie schon einen Abschluss haben, in das Berufsleben hier integrieren kann. Was ich wirklich großartig finde, viele Flüchtlinge, die wirklich sehr, sehr engagiert und sehr beharrlich daran arbeiten, tatsächlich hier aufgenommen zu werden. Und die Hürden, die sie da nehmen müssen, die sind nicht zu unterschätzen. Und es ist wirklich beeindruckend, mit welcher Energie die dranbleiben. Und die ersten habe ich dann wieder auf dem Campus irgendwann getroffen, nach einem halben Jahr, und kamen dann strahlend auf mich zu und haben gesagt, ja, sie haben es geschafft, sie sind jetzt tatsächlich im Studiengang. Sowas ist wirklich großartig. Was mich überrascht hat, das war für mich so ein Lerneffekt bei der letzten Veranstaltung vor 2 Tagen. Okay. Erste, was die Flüchtlinge lernen, ist die Sprache. Mhm. Das ist gut. Und das Zweite, was die Flüchtlinge hier bei uns lernen, ist der Umgang mit der deutschen Bürokratie. Wie geschult die Flüchtlinge schon damit waren, mit diesen bürokratischen Fragen umzugehen. Sowas gibt mir zu denken, wobei ich mich da auch nicht ausnehme. Die Präsentation für die Fragen der Hochschulzulassung und Hochschulzugang an der Saar-Universität ist im Prinzip eine Ansammlung bürokratischer Verfahrenswege und Prozesse. Wenn wir es irgendwann mal schaffen, das bewerberfreundlicher zu gestalten, dann hätten wir auch noch viel erreicht. Ja, schweres Thema, interessantes Interview. Ich muss sagen, was wir besonders zwiespältig sahen, ist, dass die Flüchtlinge im Bewerbungsverfahren im gleichen 8%-Topf
wie die ausländischen Studierenden sitzen, wenn es um die Studienplätze geht. Und dass es vielleicht aus unserer Sicht nicht aus allen Gesichtspunkten fair ist, da die Flüchtlinge ja schon hier wohnen, während sich ausländische Studierende erst überlegen, herzukommen. Und gerade deswegen belegen Flüchtlinge auch oft stärker zulassungsfreie Studiengänge oder zielen stärker auf die ab. Aber um das Ganze objektiv zu sehen, muss man das aus vielen Perspektiven beleuchten. Ich meine, die Leute, die sich um die ganzen Sachen kümmern, die haben auch Gründe, warum sie das so gemacht haben oder warum die extra zur Verfügung gestellten Finanzmittel so verwendet wurden. Und in diesem Sinne kann man sich auch freuen, dass die Leute so engagiert bei der Arbeit sind. Also auch von mir einen großen Respekt vor Dr. Abele und seinem Team und allen anderen, die sich hier an der Uni für die Flüchtlinge engagieren. Ich bin froh, dass es das gibt. Okay, so viel dazu. Jetzt noch zu unserem Knall gerade eben. Unser Studio fiel ja halb auseinander, in Sandrins Worten. Und wir zeigen euch jetzt einfach mal, was da passiert ist. Ist gar nicht so spektakulär, aber genau. Sandrin, laufst du mal in die Kamera? Ja, bitte. Wir zeigen euch jetzt ein bisschen, wie es hier so aussieht. Also wir haben jetzt nicht das neueste Equipment oder die High-End-Technik, aber ganz ehrlich, es wäre auch ansonsten viel zu langweilig. Also ich finde es gerade cool, so wie es ist. Ja? Ja, also seht ihr es? Gehen wir noch ein bisschen zurück. Wenn das möglich ist, mit dem Kabelsalat hier auf dem Boden. Ja. Also da hinten schreiben wir uns unsere Notizen für die Moderation auf Plakate. Und entsprechend ist eben eine USB-Platte umgefallen, weil wir heute zwei Notizplakate hatten. Ist auf jeden Fall ganz witzig so. Ein bisschen Improvisation, ein bisschen random ist immer dabei. Ich glaube, das habt ihr schon gemerkt bei unserer Moderation. Ja, ich hoffe, das war für euch jetzt ein interessanter Einblick. Wir hatten auf jeden Fall Spaß bei der Show. Und sobald Sandrin jetzt ihr Mikro wieder hat, ich glaube, du darfst es heute vor dem Mund halten. wünschen wir euch einfach eine schöne Woche. Danke fürs Zuschauen. Liked uns in Facebook und YouTube und schaltet nächste Woche wieder ein. Es wird spannend. Bis nächste Woche. Ciao.